Schönen Anblick, oder? Früher hatte ich Angst vor Supermutanten, aber diesmal haben wir ihnen eine Lektion erteilt. Tu nie wieder mein Intro unterbrechen. Hast du verstanden? Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ja gegen die Myalurk-Königin gekämpft und haben die Burg zurückerobert für die Minutemen. Oscarin hat sich einiges getan in meiner Basis, die ich bald zeigen werde. So Part 100 oder so, vor 100. Irgendwie so sieht jetzt richtig geil aus. Und ich habe beim Bauen schon wieder ein Level abbekommen und das verteilen wir doch mal direkt. Oder? Gute Idee, ne? So, Level 31, das heißt, ich kann jetzt das hier machen. Geil. Du hältst 40% plus 40 Schadenresistenz. Aber nur... Eine Sekunde mal. Wie viel habe ich jetzt? Ich bekomme dann nur 10 dazu, ne? Ich habe jetzt 137. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt 40 dazu bekomme. Also ich müsste jetzt 147 haben, ja. Weil mehr Schadensresistenz ist immer gut. Kann ich mehr aushalten, ja. Weil überleben, ne? Muss mal ganz kurz gucken. Überleben, ja. Und habe ich das Radio angemacht? Ja, ich hatte das Radio sogar an. Muss mal ganz schnell ausmachen, weil sonst krieg ich so schnell Copyright Strikes, so kann ich gar nicht gucken, so schnell. Aber nichts an. Okay. Bitte nicht so nah. Das ist ein bisschen doof. So, ich bin jetzt hier hingegangen. Nach Tuffingtons Boothaus. Bootshaus. Und ich habe mir vorgenommen, in den nächsten paar Folgen mal ein bisschen weniger zu machen. Wir gehen jetzt mal einfach hier zu diesem Ort, Covenant. Das sieht aus wie eine Siedlung oder so, oder ein Markt, oder was weiß ich. Ich habe nämlich festgestellt, dass wir in den ganzen Hauptmissionen, also Bruderschaft, Minuteman und all sowas, ganz schön auf die Fresse kriegen. Hier in Fort Strong haben wir von diesen einen Supermutanten mit zwei Schlägen hier schon den Tod gesehen und Myalurk Königin hat es auch einmal angegriffen, da wurden wir vergiftet und sind, war sehr gut. Dadurch auch gestorben, also, ja. Halten wir uns erstmal von denen fern und machen einfach random irgendwelche Sachen hier. Wie zum Beispiel hier. Was ist hier? Sieht aus wie eine sehr gut beschützte Siedlung. So, jetzt ist meine Frage, warum zum Teufel habe ich denn da eine Siedlung, wenn hier in der Nähe richtiges Bunker von einer Siedlung ist, anscheinend. Hi. Das Geschäft läuft gut. Hey, Lukas, ich treffe relativ selten irgendwie Preis, Karawane. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist Panzerung noch. Also, da sieht man schon ein bisschen mehr in Vordergrund. Das ist immer noch so teuer. Ich habe zwar genug Geld, aber es ist trotzdem teuer. Ja, komm, lass. Irgendwann, wenn ich in Geld schwimme. Hallo, kann ich hier rein? Du besuchst Covenant? Wenn nicht, geh weiter. Du weißt ja, bewaffnete die Rumlungern. Nicht gut für die Nerven. Ich möchte es besuchen. Da du zum ersten Mal hier bist, musst du etwas wissen. Wir lassen nicht jeden rein. Es gibt einen Eingangstest. Wir nennen ihn den Safe-Test. Jeder muss ihn ablegen. Kann nicht schaden, vorsichtig zu sein. Man tut, was man tun muss. Klappt sowieso nicht für Überredung, also. Wenn du bestehst, lasse ich dich rein. Ja. Kein Problem. Gut. Nimm Platz, dann können wir anfangen. Okay. Ja. Sehe ich etwa aus wie eine Bedrohung mit meinem Helm und meiner Sonnenbrille und meinem Los geht's. Halstuch? Es gibt keine falschen Antworten. Ein wild gewordener Wissen. Anscheinend schon, sonst könnte ja jeder hier rein. In deine photonische Resonanzkammer stecken. Wie lautet deine Antwort? Was? Das ist aus Fallout 3. Tja, wenn er das machen würde, gäbe es eine parabolische Destabilisierung der Spaltungssingularität. Ich habe kein Wort verstanden. Nächste Frage. Du machst ein Praktikum in der Klinik und ein Patient mit einer seltsamen Infektion am Fuß humpelt durch die Tür. Die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Aber der Arzt ist kurz weg. Was ist das Goat aus Fallout 3? Ganz am Anfang.
Ich amputiere den Fuß, bevor sich die Infektion ausbreitet. Hm, Amputation. Nächste Frage. Du entdeckst einen kleinen Jungen in einer Höhle. Er hat Hunger und fürchtet sich, besitzt aber anscheinend auch Diebesgut. Was machst du? Wenn die Frage kommt mit dem Vater und den Streichspielen, ne? Ich bringe den Jungen in Sicherheit und übergebe ihn den Verantwortlichen. Sehr seltsam. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Ja. Ich hab keine Schlagmann. Ich weiß, Schlagmann ist der mit einem Schläger, ne? Weil das ist ein Pitcher. Catcher ist der, der hat fängt, ne? Weil es ein Pitcher. Ach, Pitcher ist wahrscheinlich der Werfer, ne? Designated Hitter. Bist du dir da sicher? Naja, nächste Frage. Möchtest du deinen Vater einen Streich spielen? Doch du bist überrascht, als sie dir eine Pistole gibt und befiehlt jemanden... Für eine Minigun fragen. Was machst du? Ich bitte meine Minigun, damit ich den Auftrag... Das ist halt Gold aus Fallout 3. Bitte ernst. Oder machst du das? Weiter. Der alte Mr. Abernathy hat sich wieder in seiner Wohnung eingesperrt und du hast den Befehl, ihn rauszuholen. Wie gehst du vor? Eine Bombe beschaffen? Ey, da bloß... Ich nehme eine Haarklammer und knack das Schloss. Und das ist ich kann es nämlich. Sonst nicht? Warte, nicht antworten. Du möchtest deinen Vater einen Streich spielen. Du hast Strahlung abbekommen und eine mutierte Hand ist dir aus dem Bauch gewachsen. Wie sieht die optimale Behandlung aus? Eine Kugel in den Kopf. Selbst. Ich nehme eine Waffe und erschieße mich. Fast vollständiger Mangel. Ein Nachbar besitzt das allererste Heft von Grognack der Barbar. Das willst du haben. Wie kannst du es am besten bekommen? Etwas ins Getränk mischen. Tauschen. Ich tausche es gegen eins meiner Comichefte ein. Wir sind fast fertig. Letzte Frage. Du findest es lustig, deinem Vater einen Streich zu spielen. Du gehst in sein Bad. Ja, das mit dem Overseer kommt jetzt nicht, ne? Und Medikamente tauschen, Zimmerflur und Toilette sabotieren, ja. Ich schmeiße einen Böller in seine Toilette. Immer wieder lustig. Der Test ist beendet. So wie du hat noch nie jemand geantwortet. Aber du hast bestanden. Ich öffne das Tor. Das erinnert mich irgendwie an zu Hause. Fehlen nur noch die prügelnden Eltern und die Jahre der psychischen Qual. Naja, deine Geschichte haben wir auch im letzten Part gehört, ne? Das war das Goat aus Fallout 3, richtig geil. Hätte nur noch die Frage mit den Overseer am Ende gefehlt. Kate hat gefallen, die Tür vor ins Gesicht geschleppt. Boah. Okay, habe ich mir schon gedacht. Talia. Oh, ich hab von dir gehört. Ob ich immer direkt den Namen von jemand weiß, ne? Ich stell Dinge her. Für den Laden. Oh, ich bin Talia. Das wusste ich schon. Schön, dich kennenzulernen. Klingt, als wärst du ziemlich geschickt. Ich will keine Last sein. Es wird dir hier gefallen. Außerdem bist du ziemlich nass. Alle in Covenant sind so freundlich und wollen von ganzem Herzen helfen. Was machst du da überhaupt? Das hoffe ich doch. Es wird dir gefallen. Du wirst sehen. Du kannst gerne meine Werkzeuge benutzen. Und wenn du was brauchst, sag Bescheid. Talia. Oh, du bist zurück. Lass mal kaufen. Ist Covenant nicht einfach toll? Ja, ich... Kann ich deine Werkstatt noch immer benutzen? Natürlich. Das Material da kannst du gerne benutzen. Das ist Krimskrams. Ach, du kannst irgendwie handeln oder so. Oh, aber ich muss zurück an die Arbeit. Tschüss. Ja, ich kann die Werkstatt benutzen, genau. Wer bist du? Ted Huntley. Sprech mit mir. Scheiß auf die Arbeit. Nichts für ungut, aber ich habe noch einen Berg an Arbeit. Vor kurzem kam eine Karawane. Die haben für den alten Stockton gearbeitet. Du hast sie gesehen, oder? Ich hab doch schon gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Hier ist viel los. Das ist nicht Diamond City. Herrlicher Dan. An der Karawane mit 5 Leuten erinnert man sich. Dann waren sie bestimmt nicht der dreckige Dan. Sag mal, willst du nicht lieber eine Limonade? Ich bin nicht hier, um Limonade zu trinken. Ich weiß, dass sie da waren. Was soll das Ganze? Ich will ja helfen, Mister, aber ich erinnere mich nicht. Hör mir gut zu. Ich gehe der Sache auf den Grund. Bist du aus der Gegend? Hoffentlich nicht. Ich hab genug von diesen Landeiern. Nein, bin nur auf der Durchreise. Mein Ratschlag, reise schnell weiter.
Weißt du irgendwas über Stocktons Karawane? Nein, eigentlich nicht. Ich kriege einfach nicht die Typen von da draußen. Ich soll für den alten Stockton seine Karawane finden. Was davon noch übrig ist, befindet sich vor der Stadt. Ihr letzter Halt war hier. Also habe ich versucht, alles zusammenzusetzen. Aber ich komme nicht weiter. Ich habe ein Angebot. Hilf mir, Stocktons Leute zu finden. Dann teilen wir uns die Belohnung. Es gab mindestens einen Überlebenden. Und ich beabsichtige, meinen Vertrag zu erfüllen. Meinetwegen. Gut, bin dabei. Hier ist alles, was ich über die Karawane weiß. Ich habe keinen Beweis, aber Covenant ist daran verwickelt. Irgendwie. Ich sehe mich weiter um. Sag Bescheid, wenn du was findest. Irren ist menschlich. Bei der zerstörten Karawane nach Hinweisen. Na, dann kann ich das hier mal ausmachen. Ah, okay. Oh, dann sind wir ja schon direkt wieder über was gestolpert. Ist doch gut. Hey, dieser. Ich weiß immer die Namen direkt. Der gleiche tolle Geschmack. Probiert dieses Limonade. Ich nehme eine. Bitte. Dieses Limonade. Cool. Hey, aus damit. Dann gehen wir erstmal zur Karawane. Gut. Und die räumt irgendwie keiner weg oder so. Die ist einfach da. Warum habe ich da eigentlich eine Siedlung gebaut, wenn hier direkt eine ist? Ganz ehrlich. Okay. Ich glaube ja nicht, dass ich da einfach hingehen kann, ohne dass irgendwas mit mir passiert, ne? Kommt da irgendjemand und greift mich an, wahrscheinlich. Ich habe mal hier dieses eine Schwert, was ich von diesen Toten hier geklaut habe. In der Nähe von Covenant angegriffen. Oh, danke schön. Hey, na? Dieses Limonade. Die Karawane hat auf jeden Fall den Covenant Halt gemacht. Okay. Gut, dass ich mit dem noch vorher gesprochen hab. Wahrscheinlich hätte ich trotzdem irgendwie das gleiche gesagt, ne? So. Okay. Also ist die Stadt auf jeden Fall damit verwickelt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, diese Stadt, die eine Frau, die machte für mich schon irgendwie so einen Eindruck. Ich weiß jetzt nicht, wie man das genau ein, aber ich halte jetzt erstmal die Klappe, bevor ich irgendwas sage und schaue mich da weiter um. Dann sehen wir ja. Warum ist das Ding jetzt weg? Jetzt hier, Marker. Ich hasse diesen Ort. Hey, Dan. Dieser Ort macht mich verrückt. Ich hoffe, du findest was über die Karawane raus. Okay. Scheint nicht. Schon wieder kaputt. Das ist jetzt das dritte Funkgerät. Ted soll sich darum kümmern. Nicht so, weil ich irgendwie Magazine oder willkommen. Mr. Fitzgerald? Wir tolerieren keine Gewalt. Oder Anstößigkeit. Wenn du beides meidest, kommen wir gut miteinander aus. Hast du nicht zugehört, Kate? Die setzt sich natürlich erstmal direkt da rein. Schön, hier mal ein neues Gesicht zu sehen. Hi. Ja, hallo, Fremder. Mein Name ist Jacob und ich habe in dieser Stadt das Sagen. Schön, dass du bestanden hast. Guten Leuten steht unsere Tür immer offen. Du kannst eines der Betten im Gasthaus nutzen. Und du solltest in Pennys Laden vorbeischauen.
Danke für die Gastfreundschaft. Für Leute wie dich, jederzeit. Du solltest dich von für Freaks wie mich, ja. Anhalten. Ich habe Beschwerden über ihn gehört. Danke für die Warnung. Ich bin nur ein guter Gastgeber. Ich wünsche noch einen schönen Aufenthalt. Das ist wie so eine geschlossene Gesellschaft irgendwie. Die spielen irgendwie die ganze Zeit so, als wäre hier alles toll und so, ne? Was haben wir denn? Leben mit Depressionen. Die 12 Phasen der Trauer. Und einige Selbsthilfebücher. Eine richtige Bibliothek. Aha. Was haben wir denn? Leben mit Depressionen. Die 12 Phasen der Trauer. Auf jeden Fall Stimmungsmacher. Und einige Selbsthilfebücher. Eine richtige Bibliothek. Da meint es jemand ernst. Okay, sieht aus wie so ein Verhörraum. Okay, warum? Okay. Sehr depressive Bücher haben wir gefunden. Karawane hat hier Halt gemacht. Das sieht aus wie ein Laden. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Hallo. Ich hoffe, Swanson hat dir nicht zu viel Ärger bereitet. Wenn du mich fragst, nimmt er seinen Job zu ernst. Ja, willkommen. Alle hier nennen mich Mrs. Fitzgerald. Aber du, hübsches Ding, kannst mich Penny nennen. Okay. Danke, Doc. So fröhlich. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Dann hast du Glück. Covenant ist der freundlichste Ort im ganzen Covenant. Ja, das ist irgendwie so. Willst du was kaufen? Propaganda oder ja, so, ne? Auf jeden Fall einen guten Preis. Was hast du vorrätig? Lass dir Zeit, Schätzchen. Oh, was haben wir denn? Gerechtigkeit, was? Chance auf Tamulen beim Treffer, das ist ein Kampfgewehr. Warte, ich hab. Lass mal gucken. Ach ja, ich hab die auf gut Glück nachher mal geholt. In Bankail, was mal endlich eine MG ist. Und ja. Weiß ich nicht. 45, frag mich, warum ich so wenig von denen habe. Und ich habe, glaube ich, mein Scharfschützengewehr habe ich jetzt auf 50er Munition umgebaut, weil ich keine Munition mehr hatte. Naja, und ich habe den Brenner ja mal mitgenommen. Kill it with fire! Wo ist mein Schrotgewehr? Ach ja, hier, Zombie Killer. Der hat keinen Effekt. Okay, dann nehme ich die mal mit. Natürlich mit passender Ausrüstung, damit ich ein bisschen Geld spare. Ja, beim Bauen habe ich mal Mechanikeranzug gehabt. Weil mir der Intelligenz gibt und mit höherer Intelligenz ist so mehr Erfahrungspunkte kriegt man. Deswegen habe ich den beim Bauen meistens angehabt, damit ich mal so ein bisschen mehr Erfahrungspunkte kriege. Die besten Angebote. So, du kostest jetzt, ja, so 700 weniger, gerne. Das geht nur leider nicht mehr rein, Zerstörer eben. Plus 1 Charisma und Intelligenz, das ist auch nicht schlecht. Was habe ich jetzt hier überhaupt an? Was ist mein Kommando eben? Da gibt's 16. War Charisma und Intelligenz nicht schlecht. Dann brauche ich gar nicht mehr Dingens hier nehmen. Meine Schmalzlockenperücke. Ja. Weil die gibt nur Charisma und da gibt Charisma und Intelligenz. Leider damit. Boah, ich stehe auf solche einzigartigen Sachen. Okay. Mehr gibt's ja aber nicht. Ich könnte auch ein bisschen Munition machen wollen, aber. Ja. Soll ich für die beiden Sachen so viel bezahlt, wie ich für. Nur die Waffe ursprünglich hätte bezahlen müssen. So, gib mal meinen Zerstörer. Jetzt brauche ich die Perücke nicht mehr rumschleppen, weil das Ding gibt auch Charisma und Intelligenz. Also ja, nicht schlecht. Also den kann ich irgendwann wegpacken. Aktionspunkt kosten. Ah. So, ist alles hier richtig, ja. Und nenne ich die modische. Viel zu viele Klamotten dabei.
Nee, warte mal, wo ist mein grünes? Hier. So. Wie sehen meine Staatswerte jetzt aus? Ja, fast alles kriegt irgendwie ein Plus. Ist auch Beweglichkeit. Entschuldigung. Ja, da darf ich nicht lesen. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Da wird ja wohl nichts Verdächtiges drin stehen. Ja, einfach so. Auf dem Tisch hier so liegt. Dann sag es mir. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Dr. Patricia? Wenn du Schmerzen hast, dann sag es mir. Gibt's irgendwas Neues, Doktor? Wenn du Gerüchte hören willst, red mit Penny. Ich kümmere mich lieber darum, Leute zusammenzuflicken. Das kann ich wenigstens. Kein Interesse. Gut. Kein Interesse, mit der zu reden. Ich sehe da schon kommen, ich muss hier irgendwo einbrechen, ne? Um mehr herauszubekommen. Hey, Penny. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Okay. Ich kann nicht mehr mit dir reden. Zum Glück habe ich schon von dir ein paar Sachen gekauft. Hi, was geht? War ich hier schon drinne? War das überhaupt offen gerade? Covenant-Schlüssel. Zutritt zu unserer Schlafbaracke ist verboten. Okay. Schön, hier mal ein neues Gesicht zu sehen. Warum ist die dann offen? Ich kann immer noch nicht mit dir reden, leck mich. Hier schon drinne. Ja, hier kann ich auch pennen, ne? Wahrscheinlich überfallen die mich oder so, wenn ich hier schlafen gehe, ne? Machen irgendwas mit mir. Dann kann ich mich bedienen. Vielleicht ist Terminal. Willkommen. Meine Kurzreise haben wir ein Kommen, alles was ihr braucht. Wir liegen mit einer Kommen. Die haben irgendein krasses Geheimnis. Genau wie in Fallout 3 mit diesen Kannibalen hier. Dann haben wir mehr und mehr Händler. Kommen, wir setzen noch einen drauf. Safe Test. Steht nichts about Goat, aber. Okay, ich gehe mal hier pennen. Und ich sag euch, die werden mir irgendwie im Schlaf die Rippe rausnehmen oder irgendwie sowas. Oder auch nicht. Für unsere Regeln missachtet muss gehen. Das geschieht aber nur selten. Wie du rauchst. Warum braucht eine winzige Siedlung so viel Feuerkraft? Keine Ahnung. Das ist eigentlich eine sehr doofe Frage. Warum sollte man nicht hier irgendwie... Nicht, dass dir irgendwas rausquetschen, Roboter sind da oft. Hey, dieser. 93% aller Besucher entscheiden sich für dieses Limonade. Was passiert mit den anderen 7? Ich suche eine verschwundene Karawane. Kannst du mir helfen? Weißt du, was perfekt für eine verschwundene Karawane wäre? Dieses Limonade. 3 Jahre in Folge. Bestes Getränk in Covenant. Aha. Was ist denn eine Limonade, ja? Dieses Limonade enthält nur beste Zutaten. 4 besondere Zutaten aus sonnenreichen, nicht verstrahlten Anbaugebieten in einem alten Glas. Probier sie mal. Oder nutz die Geld-Zurück-Garantie. Ich bezahle auch gar nichts dafür. Ich nehme eine. Nur eine pro Tag und... Hey, dieser. Möchtest du eine kostenlose Limonade? Wo ist der Haken? Keine Tricks, keine Gimmicks. Nur die beste Limonade in Soll ich mal eine davon trinken? Ich passe. Du weißt gar nicht, was...
Die verbergen etwas. Da bin ich mir sicher. Hey, Dan. Dieser Ort macht mich verrückt. Ich hoffe, du findest was über die Karawane raus. Irgendwas wird doch hier passieren. Komm schon, ich trinke mal so eine Limonade. Stimmt, passiert irgendwie was. Uns besuchen nicht viele Waldbewohner. Ich hoffe, die Außenwelt ist keine allzu große Enttäuschung. Was ist hier denn? Irgendwo hingehen, wo mich niemand sieht. Halt mal Schmiere, Kate. Das ist mal ein Schloss. Ich brauche einen Schlüssel. Hoffentlich war jemand nachlässig. Na super. Also die Tür da vorne ist offen, ne? Hat jemand gesehen, ne? So. Was haben wir denn hier? Ja, die Tür. Kate. Raus mit dir. Okay, okay, okay. Woher wusstest du, dass ich hier reingegangen bin? Jetzt mal ganz ehrlich. Ted. Jeder andere in der Stadt würde gern mit dir reden, aber... Aber... Vor allem, woher wusstest du, dass ich da reingegangen bin? Jetzt mal ohne Scheiß. Na, machen wir das mal. So, ich habe doch bestimmt einen Stealth-Boy irgendwo. Nein, habe ich nicht. Geil. Psst. Sag, was du brauchst und ich kümmere mich darum. So, mich kann doch hier niemand sehen eigentlich. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich bin die ganze Zeit versteckt. Ich bin doch die ganze Zeit hier versteckt, verdammt. Das ist doch unfair. Ich kann doch nicht einfach... Ja, das macht ja gar keinen Sinn dann hier. Hallo? Ich kann den Schraubschlüssel der Wunderkleber mitnehmen, wenn ich. Ja, ist ja richtig unfair. Da sitzen sie irgendwo. Nur pennen. Ja, finde ich ja ein bisschen extrem, ja. Schön, hier mal ein neues Gesicht zu sehen. Ich sollte nicht mit dir reden. Ich habe nämlich zu tun. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Hey, Dan. Dieser Ort macht mich verrückt. Ich hoffe, du findest was über die Karawane raus. Hast du Beweise, dass Covenant was mit der Karawane zu tun hat? Die war doch hier, mein Gott. Sie leugnen, dass Stocktons Leute je hier waren. Aber das waren sie höchstwahrscheinlich. Es gibt keinen Grund für Lügen, wenn sie nichts zu verbergen haben. Ich stoche noch ein bisschen rum. Hast du eine Idee, was ich untersuchen sollte? Die Baracken sind immer fest verschlossen. Wenn du da reinkommst, findest du bestimmt was. Aber es könnte überall Spuren geben. Hast du noch weitere Spuren? Nein. Wenn es in Covenant nicht funktioniert, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich tue, was ich tun muss. Hast du Beweise, dass Covenant was... Nein, ich habe noch keinen Beweis. Wir reden später. Hier kriegst du deine Limonade. Oh, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Guck mal, was ich hier noch so herausfinde in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.